Folge Nummer 18 von City Skylines mit dem DLC Snowfall im Berchtesgadener Land. Wir hatten letztes Mal hier geschaut, dass hier ziemlich viel Verkehr war und ja, wir können das mal gerade nochmal anzeigen lassen, dann sehen wir das ja. Diese Straße ist voll rot gewesen, allerdings ist sie jetzt ein bisschen entspannter nach dem Neuladen, aber also hier stehen ja auch ganz viele parkende Autos wohl. Ist das keine vierspurige Straße? Vielleicht sollte man das mal überlegen, eine vierspurige daraus zu machen. Dann könnte das auch besser werden, ne? Mal so eine Straße upgraden, oder? Blöd ist nur, dass wir da Gebäude haben, wo wir da nicht upgraden können, ne? Ja, ist halt so, ne? Hier geht's auch wieder nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier geht's. Hier geht's. Da geht's auch nicht. Da geht's auch nicht. Da geht's auch nicht. Also jetzt haben wir das ja nicht wirklich besser hingekriegt. Jetzt können wir mal schauen, dass wir gerade so den Park zum Beispiel verschieben. Das weg. Den anpacken. Und den mal nach da rüber ziehen. Geht nicht wegen Windrad. Geht aber dahin. Und dann können wir die Straße doch ausbauen, oder? Auf jeden Fall die. Die nicht, weil da noch was dran ist, was wir noch umbauen müssen. Das wieder weg. Was ist das? Ein Taxidepot? Okay. Taxidepot wandert gerade nach da. Und dann geht die Straße nicht, weil da auch noch ein Gebäude ist. Feuerwache oder ist das? Ne, Oberschule. Die Oberschule muss jetzt dahin. Und dann geht das. So, dann haben wir das Stück fertig. Hier geht es ja auch noch nicht, weil da auch noch irgendwelche Gebäude sind, die wir noch ändern müssen. Nee, den Jeep wollte ich nicht. Ich wollte die Arztpraxis anpacken. Zack. Und dann geht das Stück Straße auch. Jetzt müssen wir noch gucken, was hier das Gebäude ist. Ah, das Eckgebäude hier. Ist es eine Mülldeponie oder ist das? Oder Schneedeponie? Schneedeponie. Die können wir nach da rüber schieben. Ist auch kein Problem. Und dann geht das auch hier mit der Straße. So, jetzt ist die aber noch nicht ganz durchgehend, weil hier hinten noch was ist. Da ist noch ein Friedhof, den wir verschieben werden. Aber der lässt sich erst verschieben, wenn er leer ist. Das ist nicht so schön. Was haben wir hier noch? Eine Drogerie. Warte, lass uns mal gucken. Kann man das nicht verschieben, weil da noch eine Feuerwache ist, oder? Eine Polizeiwache ist es. Dann macht die Polizeiwache mal dahin. Und dann können wir das erste Stück schon mal verschieben. Dann entspannt sich das auf jeden Fall an der Kreuzung. Und jetzt können wir ja auch die Polizeiwache wieder zurückschieben. Zack. Dann haben wir das auch schon hingekriegt, ne? So, der Friedhof muss dann leer werden. Jetzt ist die Frage, ob wir... Ja, okay. Gesundheitswesen, Friedhof. Hier ist schon vierspurig. Dann schmeißen wir den noch da hin. Und den räumen wir. Nicht das machen. Weg damit. Und dann ist ja auch noch ein zweiter da. Dann passt das ja schon. So, wie viele Leute sind hier? 1216. Den räumen wir dann leer und den anderen machen wir voll. Dann passt das schon. Oh, hier ist Feuer. Aber Feuerwehr steht schon vor der Tür. Zweiter Wagen kommt auch.
Da ist schon gelöscht, dann fahrt mal da um die Ecke, dann kriegt er den da auch noch hin, oder? Nicht erst wieder ins Haus zurückfahren, zur Zentrale zurückfahren, sondern vielleicht hier mal gleich löschen, oder? Ja, hat geklappt. Gut, dann würde ich sagen, oh, wir brauchen Industrie und Wohnfläche. Lass uns mal gerade hier reingucken. Okay, die Straße ist natürlich jetzt hier gerade in dem Bereich schwierig zu bedienen. Vielleicht hätten wir hier einen Kreisverkehr machen sollen. A roundabout. Ja. Aber die sind alle so groß. Die können wir sowieso nicht auswählen hier, ne? Kleiner Kreisverkehr, der wäre ja da, aber der ist noch so groß, dass es nicht geht, ne? Aber naja, dann ist das halt so. Wir können natürlich auch rein theoretisch mit eigenen Straßen arbeiten. Müssen wir mal hier auswählen, ne? Das wäre dann schon mal der erste Schritt. Machen wir mal so. Dann geht das ja nur in die Richtung. Und dann müssen wir die große Straße, die vierspurige, zu einer Einbahnstraße erklären. Gibt es hier Einbahnstraßen? Vierspurige Straßen gibt es nicht als Einbahnstraßen. Super, oder? Das bedeutet, wir haben ja unser Top-Tool hier oben, welches uns dann sagt, wie wir es machen müssen. Ja. Wieso geht das nicht? Hier ist doch Fahrspur, oder? Fahrspurverbinder. Den möchte ich hier machen und... ach so, da sind die Punkte. Ich habe sie nur nicht erkannt. Okay, alles klar. So, die dürfen jetzt nur da lang fahren. Die dürfen da lang fahren und da lang fahren. Und die dürfen nur da lang fahren und da lang fahren. Okay, und dann haben wir schon das erste Problem. So. Diese Straße haben wir jetzt schon mal rausgenommen. Das ist doch schon mal gut, oder? So, jetzt nehmen wir noch diese Spur raus, indem wir sagen, eher nur da lang, von mir aus auch da lang, und diese da lang und da lang. So, jetzt dürfen die nur noch rechts abbiegen. Dann ist das eine Einbahnstraße. So, und dann ist dieser Verkehr... Ach so, das ist noch Einbahnstraße, ne? Okay.
So, die dürfen da lang, aber nicht links abbiegen. Diese hier dürfen nur da lang und da lang. Und diese hier dürfen da lang und da lang. Von mir aus auch da lang. Gut. Dann ist das sozusagen Kreisverkehr geworden, oder? Sehe ich das falsch? Nein, ne? Also diese Kreuzung haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Da müssen wir noch was machen, genau. Also die dürfen nur geradeaus fahren. Und die auch. Weil da geht sowieso nicht anders. Und diese hier dürfen da lang fahren und da lang fahren und da lang fahren. Und diese hier dürfen nur da lang fahren. Okay, hier sieht man schon, dass da die Spur gewechselt werden darf. So, und dann sieht man wahrscheinlich hier, dass es total schlecht ist, weil da voll rot. Und wird immer röter, wenn man das so sagen darf, röter. Vielleicht hätten wir dieses hier dreispurig ausbauen können. Müssen. Aber dreispurig ging wieder nicht, oder? Ja, Einbahnstraße sechsspurig. Nicht Einbahnstraße. Straße sechsspurig wäre gegangen, ne? Bringt uns das was? Ich glaube nicht. Da reißt noch ein Gebäude ab, da nicht. Würde sich da ja entspannen noch, ne? Probieren wir es doch mal aus. Warte mal, wenn das so da geht, dann geht das doch da auch mit Einbahnstraßen sechsspurig, oder? Gab es die auch mit Bäumen? Shit, die gab es auch mit Bäumen. So. So, dann ist es doch noch viel besser geworden, oder? Dann das Tool wieder raus. Und der darf dahin und dahin. Der darf dahin und dahin. Wie, vierspurig links abbiegen? Achso, warte mal, nee, dann ist das doof. Ach doch, da ist ja noch ein Punkt. Der darf dahin und dahin. So, hier wird nach da abgebogen. Und hier wird auch nach da abgebogen. Und diese Spur ist frei. Weil geht ja nicht anders, ne? Dieses Stück Straße, kann man das mal gerade eben sechsspurig ausbauen? Ja, geht. Direkt so. Das ist super. Das bedeutet dann, wir können das hier auch noch ändern. Das dahin, das dahin. Passt. Dahin und dahin. Dahin und dahin. Und dahin und dahin.
Ja, soweit hat es erstmal geklappt, ne? So, nächste Kreuzung. Ist dann diese. Der darf da abbiegen. Der fährt da aus. Der fährt auch da raus. Der fährt da lang und da lang. Der fährt da und da lang. Und der fährt da und da lang. Ich glaube, so sieht es ganz gut aus, oder? Dieses Stück ist schon mal ziemlich frei. Und das da auch. Ja, da muss man jetzt noch eine vernünftige Schaltung vielleicht haben dann, oder? Gar keine Schaltung. So. Haben wir da noch was? Ja, da haben wir noch was. Ah, das ist hier ein bisschen doof. Also wir müssen definitiv hier noch was ändern. Und dafür müssen wir das Gebäude loswerden. So. Nochmal das Ganze. Der darf da und dahin. Der darf da und dahin. Der nur da und der nur da. So sieht das doch ganz nett aus, oder? So, jetzt haben wir hier das kleine Problem und Linksabbieger. Jetzt die nächste Frage. Ampeln. Keine Ampel. Keine Ampel. Keine Ampel. Gucken, was passiert. Und da müssen wir Vorfahrtsregeln noch machen. So muss es sein. Hier. Es muss so sein. Und hier ist noch ein bisschen schwieriger, ne? Obwohl hier sieht es relativ gut eigentlich aus. So muss es sein. So soll es fließen, oder? Vielleicht können wir den dann demnächst mal irgendwann weiter ausbauen. Wo ich jetzt gerade so gucke, gibt es hier auch einen Fußweg? Ne, da war das. Wahrscheinlich nicht, aber jetzt. Der wird uns demnächst im Weg sein, wenn wir da den Roundabout weiterbauen, den Kreisverkehr weiterbauen wollen, ne? Naja, ist aber so. Okay, ich glaube aber, es entspannt sich jetzt hier definitiv, ne? Ja, ich glaube, das war mal dunkelrot, das ist jetzt nicht mehr dunkelrot. Das ist doch schon mal gut, oder? Hier weiter runter. Okay, der Friedhof, der muss noch leer werden. Und hier müssen wir gleiche Gedanken hegen wie da unten auch. Das muss auch so sein, ne? Zu überlegen, dieses eine Einbahnstraße zu machen und dieses auch eine Einbahnstraße zu machen, oder? Schauen wir mal. Aber hier die dicke Straße nimmt ja auch keiner, ne? Die so richtig ins Wohngebiet führt. Aber okay, da sind wir dran, ne? Das werden wir auch noch machen. Und hier haben wir die nächste Straße, die vielleicht auch noch ausgebaut werden muss. Schauen wir mal, ne? Oder? Also hier finde ich, das ist erstmal okay. Das müssen wir noch ergänzen, wenn dieser Friedhof da leer ist, ne?
Aber der braucht noch ein bisschen, oder? 580, ungefähr die Hälfte ist weg. Passt. Und da haben wir ja auch den neuen gebaut. So, sollte funktionieren im Großen und Ganzen. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, meine Stadt sah so rum richtig aus. Ja, so ist sie richtig. Also sah nicht, sie sieht immer richtig aus, aber das ist unsere Grundansicht, die wir angefangen haben mit, ne? So, was müssen wir haben? Wir müssen alles da unten haben. Wird alles gefordert. Hier, Baugebiete und sowas. Und müssen wir mal gucken, wo die von der Autobahn noch runterfahren dürfen, ne? Das fehlt uns ja auch noch. Ja, hier ist eine Abfahrt sozusagen, aber... Und da, ja, hier wollen wir eine Brücke vielleicht bauen. Hier ist schon angebaut. Industriegebiet fehlt dann noch, ne? Auf jeden Fall. So, mal gucken, wie man hier noch klarkommt. Da kommt jetzt ein bisschen mehr dadurch. Hier kommt auch noch ein bisschen dazu. Da kommt keine Straße mehr rein, oder? Weiß ich nicht, lassen wir erstmal noch. So, da haben wir dann industriemäßig was getan. Und jetzt wollen die da noch was haben. Haben wir das auch noch gemacht? Das geht jetzt auch runter, aber das könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Haben wir irgendwo noch Bereiche, wo ich sagen würde, jo, da können wir noch Kommerz hinmachen? Hier zum Beispiel. Dann haben die schon mal Fläche. Und dann müssen wir noch Wohnhäuser haben, ne? Hier oben am Berg noch was? Mit Wohnhäusern? Weiß ich nicht. Industriegebiet ist da natürlich komplett, ne? Ich glaube, wir machen hier noch mal was. Vielleicht nicht direkt am Anfang, aber hier. Und dann müssen wir noch gucken, wie es da mit Wasser aussieht. Da fehlt es nämlich. Zuck. Ich weiß nicht, das da auch noch. Ich glaube, das da auch noch, oder? Die bauen auf jeden Fall da. Mal gucken, wie es mit dem Wasser ist. Keine Ahnung. Wird schon werden, ne? Oder? So, Zeit ist allerdings schon wieder rum. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen, schreibt was rein und genauso das Video auf anderen Kanälen teilen, dann bekommen andere mit, wie schön diese Karte doch hier ist im Berchtesgadener Land und was wir hier alles so tun. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.